Deine Mama hat Geburtstag und zeitgleich findet das Fußballspiel auf Schalke statt. Wo gehst du hin? Auf jeden Fall ins Stadion. Wie weit darf die Fanliebe gehen? Und haben die Schalker mit so Glasflaschen einfach so beworfen. Die haben die dann einfach so darauf gescheppert, in die Menge rein. Es ist halt die Rivalität schlechthin im Ruhrpott. Meister wart ihr ja noch nie. Er lacht nicht, du merkst. Ich merke schon, dass er da, aber es tut mir jetzt auch wirklich leid, ne? Also, Jungs, erklärt mal, warum das jetzt hier so besonders ist für euch, in der Konstellation hier zu sitzen. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Treffen. Mein Name ist Leroy und ich habe heute zwei Fanlager zu Gast, die nicht schlechter aufeinander zu sprechen sein könnten. Zum einen treffe ich auf Daniel. Für Daniel ist der BVB mehr als nur ein Verein. Er unterstützt seine Mannschaft, wo es nur geht, und dabei geht seine Fanliebe sogar unter die Haut. Und ich treffe auf Michel. Für Michel ist der schwarz-gelbe Verein der absolute Erzfeind, denn er ist Fan vom FC Schalke 04. Er plant seinen gesamten Alltag nach dem Verein und stellt auch mal seine Freunde und die Familie hinten an. Wenn ihr jetzt selber sagt, ihr wollt mal hier mit dabei sein, dann schreibt mir mal einfach eine Nachricht. Und hier ist jetzt auch für alle Zuschauer wieder die Statistik eingeblendet, wie viele von euch diesen Kanal verfolgen, die Videos schauen, aber den Kanal noch nicht aktiviert haben. Holt das kurz nach, aktiviert den Kanal und abonniert die Glocke. Und ich würde sagen, wir legen los. Hallöchen. Hallöchen. Grüßt euch, ihr beiden, wie aus einem Mund. Schön, dass ihr da seid, alles klar? Ja, noch. Noch, okay. Noch. Ja, doch, alles super. Wunderbar. Mein Lieber, magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, ich bin der Michel, ich bin 21 Jahre alt, bin seit meiner Geburt Mitglied beim geilsten Club der Welt, den FC Schalke 04, hab eine Dauerkarte und der Verein bedeutet einfach alles für mich. Okay, Michel, schön, dass du da bist. Und wen haben wir auf der anderen Seite in Gelb? Ja, ich bin der Daniel, bin 35 Jahre jung, komme aus Wuppertal, habe seit 21 Jahren die Dauerkarte bei Borussia Dortmund und jetzt soll man zu meinem Gegenüber noch groß sagen, ne? Also, das sind die einzig wahren Farben hier, Freunde. Die Dortmunder, die sticheln viel lieber, als auf ihren eigenen Verein zu schauen. Das ist generell so, muss man sagen. Beispielsweise die Felddienst Arena hat auch so ein Dach, das man zumachen kann. Und dann wird immer gesagt, ja, das ist eine Turnhalle. Ja, ist es ja auch. Also, sag mir doch ehrlich, es ist doch einfach auch eine Mehrzweckhalle. Welchen Nachteil hat das denn, ein Dach zu haben? Was für ein Nachteil? Hat doch nur Vorteile. Ein Fußballstadion ist offen. Also, ja, es ist nicht, doch auch das, offen. Aber wenn es Pläsack ohne Ende, dann kann das Stadion noch zu sein. Und dann machen wir einfach, ne, wenn die feinen Herren irgendwie, ach nee, jetzt ist ein bisschen windig und jetzt nieselt es auch, machen wir das Dach mal zu. Es hat doch keinen Nachteil. Nennen wir doch einen Nachteil. Nennen wir mal einen. Ja, der einzige Vorteil, den ihr dadurch natürlich macht, ist, dass ihr eine gewisse Akustik zustande kriegt, wenn das Dach zu ist, ja, und der Hall ist viel lauter. Und dann denkst du, oh, die Schalke-Fans, die sind aber laut. Und in Wirklichkeit, na. Ja, wenn man bei euch ganz oben sitzt, dann sieht man ja fast gar nichts, weil die schöne Arena so steil gebaut ist, wo man dann... Das ist keine Arena, das ist ja das Schöne, das ist ein Stadion, ja? Westfalen-Stadion. Ja, ja? Das sieht da drin aus wie in einer U-Bahn-Station. Okay, erklär mal ganz kurz, warum ärgert man so einen Schalke-Fan die ganze Zeit? Was ist da eigentlich in der Luft? Ja, es ist halt die Rivalität schlechthin im Ruhrpott. Ne? Also es sind einfach auch regional natürlich. Dortmund und Gelsenkirchen liegen halt schon geografisch nah beieinander. Mhm. Ja? Und da kann es halt eben nur eine Mannschaft im Ruhrgebiet geben und das ist halt Borussia Dortmund. Ich habe auch persönlich auch Freunde, die Dortmund-Fans sind. Und da war eigentlich immer schon so die Stichelei. Und meine ganze Familie sind eigentlich Schalke-Fans. Und da wurde immer gesagt... Es tut mir leid. Da wurde immer gesagt, Dortmund-Fan, das kommt eigentlich gar nicht in die Tüte. Wir sind hier der Verein. Und wenn ich mir so einige Sachen angucke und auch aus meinen Erfahrungen sprechen kann, dann habe ich mich definitiv für den richtigen Verein entschieden. Okay. Ich merke, es wird heute ein bisschen hitziger. Jungs, wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass hier auch viele Menschen zuschauen, die sich denken, okay, das sind ja schöne Farben, die ihr anhabt, aber warum ärgern die sich jetzt die ganze Zeit? Also unsere Herausforderung wird, glaube ich, heute sein, dass wir es zwar fußballerisch ausdiskutieren, wer jetzt wirklich der beste Verein ist, aber natürlich auch alle Menschen abholen, die sich vielleicht denken, Fußball ist nett und es gibt aber auch schöne andere Sportarten. Jetzt erklärt mir vielleicht einmal, du kannst gerne anfangen, wie ist es dazu gekommen? Wie wird man so ein fanatischer Dortmund-Fan? Ja, also ich glaube, fanatisch, dass das wächst.
Ich bin tatsächlich, wie viele auch, von meinem Papa mitgenommen worden ins Stadion als kleiner Junge. Und dann dieses Westfalenstadion zu sehen, diese Südtribüne zu sehen mit über 25.000 Menschen, die größte Stehplatztribüne Europas, diese Atmosphäre, die in so einem Stadion herrscht, da guckt der kleine Junge einmal, kriegt große leuchtende Augen und dann war es vorbei. Ne? In dem Moment wusste ich, das ist mein Verein, das finde ich total klasse. Ja, seitdem ich 7, 8 Jahre alt bin, so 1995, 96, bin ich BVB-Fan bewusst, sag ich mal, geworden. Das war auch die Zeit, wo Borussia Dortmund besonders erfolgreich war. Das heißt, auch sehr im Fokus stand. Und das heißt für mich Vollgas Borussia und seitdem nie wieder was anderes. Stimmt, da war ja auch Champions League und sowas. Auch das dann 97, ja. Da war ich genau 10 Jahre jung und hab die Champions League. Das kennt er jetzt leider nicht. Das tut mir auch ein bisschen leid, aber war schon schön. Bei dir ähnliches Spiel? Bei mir war es ähnlich. Mein Opa hat mich mitgenommen, dann müsste ich auch so 7, 8 Jahre alt gewesen sein. Da war ich da auch das erste Mal im Stadion und dann war das ähnlich wie bei ihm. Ich habe die Stimmung aufgesaugt, diese Emotionalität, die da herrscht. Und dann wusste ich, wie bei ihm auch, dass es halt mein Verein ist, weil das einfach mir ein Gefühl gegeben hat, was ich davor noch nicht hatte. Und danach war für mich auch klar, ich möchte, wenn möglich, jedes Mal mit ins Stadion kommen. Und jetzt bin ich froh, dass das ungefähr seit so 7, 8 Jahren auch so ist, dass ich wirklich jedes Spiel mitkommen darf. Okay. Wenn wir gerade von dieser Liebe zum Verein sprechen, Frage an dich. Deine Mama hat Geburtstag und zeitgleich findet das Fußballspiel auf Schalke statt. Wo gehst du hin? Auf jeden Fall ins Stadion. Keine Diskussion. Keine Diskussion. Zu Hause, der Kuchen steht auf dem Tisch. Das ist mir egal, das weiß die aber auch. Also, die wissen, wenn Schalke spielt, dann ist mir egal, was ist. Da kann, wenn auf meiner Hochzeit Schalke spielt, würde ich die verlegen wahrscheinlich. Grüße gehen raus an meine Freundin. Die hat an einem Tag Geburtstag. Da begleite ich Borussia Dortmund jetzt auswärts nach Sevilla. Tut mir schrecklich leid. Ja, also sieht ähnlich aus. Ne? Also ich werde den Abend dann auch bestimmt nett mit ihr verbringen, aber an dem Tag komme ich erst wieder, wo sie Geburtstag hat, weil ich da eben auswärts mit Borussia Dortmund unterwegs war. Okay, ja, die Grüße gehen sehr zerknirscht raus. Ja, weil das ist natürlich dann schwierig. Ne? Und ihr würdet dann vielleicht auch an solchen Tagen sagen, steht der Verein auch mal über der Familie oder der Freundin? Ja, würde ich schon sagen. Also es kommt natürlich auf spezielle Situationen an, wenn da wirklich jetzt was extrem, extrem Wichtiges ist, man kann es nicht anders machen, dann muss man auch mal, auch wenn es weh tut, vielleicht dann mal das Spiel vielleicht nur von zu Hause schauen beispielsweise und dann nicht ins Stadion gehen. Aber wenn ich da auch schon die Karten gekauft habe, dann freue ich mich ja die ganze Zeit auf dieses Spiel und normalerweise weiß meine Familie das, meine Freunde wissen das schon, die fragen dann eigentlich gar nicht, ob ich da irgendwie Zeit habe, weil die wissen, da spielt Schalke. Michael ist eh nicht da. Richtig, genau. Bei mir geht es dann auch unter die Haut. Also ich habe hier auf diesem jetzt noch nicht sichtbaren Arm, habe ich das Vereinslogo tätowiert, ne, weil das ist mein Verein, bis ich irgendwann unter der Erde liege und da ist es auch immer noch mein Verein und deswegen habe ich gesagt, das ist auf jeden Fall das Logo, was du tätowieren lässt. Okay, Name der Freundin kommt erstmal noch nicht drauf. Nee, Gesicht der Freundin auch noch nicht. Da muss ich jetzt auch wirklich sagen, bei allen vorangegangenen Paarbeziehungen, die man so hatte, ja, da ist die eine mal gekommen und wieder gegangen und so. Aber diese Vereinsliebe, das hört sie wahrscheinlich halt, jetzt gerne. Das hört sie nicht gerne, nein, aber so ist es. Die Vereinsliebe, die ist halt einfach seit Kindestagen da und das finde ich halt auch das Schöne. Und so sollten auch zwischenmenschliche Beziehungen, finde ich, können sich da eine ganze Menge von abgucken, tatsächlich. Mhm. Weil ich finde, das ist genau dieses Ding. Du bist Vereinsfan, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich meine, ihr seid abgestiegen, sang- und klanglos. Du sitzt immer noch da mit dem Trikot. Man hält zueinander wirklich dieses in guten wie in schlechten Zeiten. Da gibt es kein Blatt Papier, was dazwischen passt. Und ja, wenn das viele Menschen auch so täten, ja, dass man wirklich auch nicht in einer schnelllebigen Zeit, ach ja, der ist jetzt langweilig geworden, tausche ich aus, oder, sondern dass man auch schwere Phasen, gute Phasen einfach miteinander mitmacht, dann kann es halt auch eine Bindung ein Leben lang sein, was wir uns da, glaube ich, alle irgendwie wünschen in unserer romantischen Vorstellung. Deswegen, also, liebe Frauen, das ist gar nicht böse gemeint. Ne? Aber vielleicht ein nett gemeinter Tipp. Ja, ja. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe viel gehört, das Ganze geht unter die Haut. Wie trägst du das Ganze nach außen, dass du Schalke-Fan bist? Ja, also ich habe auch schon in der Schule, eigentlich bin ich oft mit Schalke-Trikot gekommen einfach. Da alle anderen hatten ein normales T-Shirt an, aber mir war das egal. Ich bin dann mit Schalke-Trikot einfach auch so, auch wenn wir keinen Sport hatten, bin ich mit Schalke-Trikot hingegangen. Ich habe eine Schalke-Jacke, ich habe sogar einen Schalke-Pulli. Ja, also in meiner Wohnung ist eigentlich auch alles blau-weiß. Ich habe das Glück, dass ich halt schon eine eigene Wohnung habe. Und da sieht man schon an der Fußmatte, da ist direkt das Schalke-Logo drauf, dann
überall eine Fahne hängt in meinem im Gaming-Zimmer, was ich habe. Dann im Schlafzimmer habe ich ein Schalke-Kissen. Darüber hängt ein Bild von der Veltins-Arena und wirklich alles, Schalke-Handtücher, eigentlich alles voll damit, weil ja, ich finde die Farben einfach schön und blau-weiß ist auch einfach eine schöne Farbe. Schwarz-gelb, ganz ehrlich, das sagen viele Dortmunder sogar, die ich kenne, das sind ja jetzt nicht die schönsten Vereinsfarben, die es gibt. Ja, doch. Ich meine, es geht ja auch cool, ne? Wenn du jetzt mal guckst, so, das ist Neongelb, ja, das ist das Neongelb der erfolgreichen 90er Jahre, was jetzt wieder in Mode ist, was jetzt so ein bisschen auf Retro angelehnt. Ich finde es einfach super cool, super stylisch und ja, davon abgesehen ist die für den Alltag auch sehr tauglich und deswegen Schwarz-Gelb. Wer wird mir im Leben nicht, wenn ich schon irgendwo im Alltag mit irgendwelchen blau-weißen Sachen konfrontiert werde, ne, dann am besten schon mit der. Muss gar nichts mit Schalke zu tun haben. Irgendwie. Nee, ach, die Verbindung ist ja sofort da, das muss man ja sagen. So, ich weiß nicht, was war es bei euch, das Postlogo oder was, ja? Auf dem Trikot, glaube ich, ja? Irgendwie so mal. Irgendwie. Wir hatten mal DHL. Oder DHL, ja, oder ja. Irgendwas, wo die Schalker verhandelt haben, das doch bitte, weil wir haben ja jetzt zum Beispiel 1&1 als Hauptsponsor bei Borussia Dortmund auf dem Trikot. Okay. Und die sind eigentlich ja blau-weiß. Blau-weiß, genau. Und der BVB hat gesagt, Freunde, wir können gerne eine Partnerschaft eingehen, aber dann ist dieses Logo auf unserem Trikot nicht blau-weiß. Und das ist nicht blau-weiß. Das ist schwarz-weiß. Das hat 1&1 als Großkonzern so angenommen und hat gesagt, alles klar, weil die Rivalität, das können wir nicht. Und Schalke hatte, glaube ich, mal irgendwie Post, das ist dann halt schwarz-gelb gewesen. Ja. Da muss man jetzt sagen, was ich verstehen kann, bei Schalke würde ich auch keine Ausnahme machen, ne? Da hat dann Post-DHL gesagt, nee, entweder ihr akzeptiert das in den Farben oder nicht. Ne? Und dann haben sie es akzeptiert und das heißt, da war immer ein bisschen Schwarz-Gelb mit dabei. Und das war so der schöne Teil des Trikots. Okay, also geht sogar bis ins kleinste Detail. Ja, ja. Schon mal krank gemacht wegen Fußball? Könnte sein. Ja. Ja. Bisschen deutlicher. Vor allem in der Schulzeit war das natürlich noch mal ein bisschen einfacher, vielleicht dann mal einen Freitag krank zu sein. Jetzt bei meiner Ausbildung ist das natürlich nicht so einfach, aber ich habe da Wechselschichten und dann versuche ich da auch schon beispielsweise, wenn ich dann Spätschicht habe, Freitagabend und dann spielt Schalke, dass ich dann vielleicht irgendwie die Frühschicht dann auf jeden Fall auch bekomme, damit ich auch das Spiel gucken kann. Ansonsten habe ich Glück, dass ich nicht am Wochenende arbeiten muss. Und meistens sind die Spiele ja auch hauptsächlich samstags und sonntags, deswegen... Bei Schalke schon, das stimmt. Bei Schalke aktuell schon. Okay, Jungs, erklärt mal, warum das jetzt hier so besonders ist für euch, in der Konstellation hier zu sitzen. Ja, vor allem, weil natürlich gerade erst das Revierderby auch angestanden hat, ist das natürlich jetzt kurz danach auch ziemlich interessant, das mal so aus einer anderen Perspektive zu sehen. Das Revierderby, so nennt sich das ja, wenn diese beiden Mannschaften gegeneinander spielen. Das ist jetzt gar nicht so lange her. Und wie lief's da? Ja, da hat Schalke leider 1-0 verloren. Ich war da auch im Stadion. Und man muss einfach anerkennen, dass Dortmund in diesem Spiel besser gespielt hat. Und das geben wir dann auch offen zu. Die Dortmunder hingegen, wenn die verlieren, die suchen eher die Ausreden beim Schiedsrichter beispielsweise. Ah, okay. So ist das dann. Mhm. Es ist halt wirklich das emotionalste Spiel. Es ist wirklich das Spiel, wo auch wirklich die Stimmung einfach elektrisch aufgeladen ist. Also du merkst dieses Knistern der beiden Fanlager. Es ist tatsächlich für beide Vereine ja so, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen können, so ein Derby bedeutet alles. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, ein Derby-Sieg ist wie eine Meisterschaft. Die Dortmunder wissen das ja, die Schalker wissen es leider nicht. Deswegen kann ich dich jetzt nicht fragen, wie das Gefühl ist, weil Meister wart ihr ja noch nie. Er lacht nicht, du merkst das. Ich merke schon, dass er da, aber es tut mir jetzt auch wirklich leid, ne? Also, nee, aber es bedeutet eigentlich wirklich mehr als eine Meisterschaft. Also es ist wirklich so das Spiel, wo es um alles geht, ja, wo die Fans wirklich sagen, so, da dürft ihr nicht verlieren, liebe Spieler. Und ja, das ist einfach unbeschreiblich. Also es gibt kein anderes Spiel, für mich zumindest nicht in der Liga, was da vergleichbar wäre. Vielleicht nochmal ein Duell mit Bayern zum Beispiel, sowas, ne, Dortmund-Bayern. Aber auch von der Emotionalität her, von der Rivalität her kommt das nicht dran. Wie würdet ihr das jemandem erklären, der jetzt gar keinen Zugang zu Fußball hat?
es ist halt einfach so, dass man, wenn man ins Stadion geht, man merkt einfach diese Begeisterung. Da sind eigentlich dann wirklich 60.000 Fans im Stadion, die wirklich den Sieg herbeisehnen, die quasi sich das ganze Wochenende oder die ganze Woche darauf freuen, ins Stadion zu gehen. Und man merkt halt einfach, vor allem auf Schalke ist das ziemlich krass, auch wenn die Mannschaft verliert, man steht einfach zusammen. Man geht nicht ins Stadion, um unbedingt den Sieg zu holen. Das ist natürlich ein netter Bonus, aber man möchte einfach die Mannschaft anfeuern, die Mannschaft supporten und einfach sehen, dass die Mannschaft kämpft für die Fans. Und das macht auch so solche Vereine generell im Ruhrport, ist das so, dass es die Vereine so ein bisschen ausmacht. Wenn man jetzt so ein bisschen guckt, Hoffenheim, Leipzig oder solche Beispiele, da ist das nicht so. Da wollen die eher so nur auf schönen Fußball spielen. Aber mir ist das egal, ob ich am Ende 4-0 gewinne oder 1-0. Hauptsache, die Mannschaft hat alles gegeben und man hat den Sieg in der Tasche. Das ist tatsächlich ähnlich. Also das ist tatsächlich ähnlich, eben weil die Region, ne, der Ruhrpott ist, weil beide Vereine eben aus dem Ruhrpott kommen. Und das macht die Menschen im Ruhrpott ja auch aus. Dieses Ehrliche, das ist halt einfach, oder sind Arbeiterstädte, ne, das ist Kohle und Stahl. Das heißt, die Voraussetzungen bei beiden Vereinen sind mal in der Hinsicht relativ ähnlich. Deswegen konnte ich jetzt auch viel nicken, als du es erzählt hast. Was ich einfach sehr schön finde, ist dieses Bodenständige, Demütige. Und das macht den Verein eben auch aus, ja, dass man nicht abhebt und nicht irgendwie meint, man wäre es jetzt, weil man irgendwie vielleicht millionenschwerer Fußballer ist und man lebt jetzt nur noch in den tollen Luxus. Das ist nicht Dortmund und das will man auch in Dortmund nicht sehen. Freunde, ich bin natürlich total gespannt, ob ihr selber Fußballfans seid und welchem Verein ihr die Daumen drückt, ob ihr euch auf eines dieser Lager hier einlassen könnt. Schreibt sehr gerne mal in die Kommentare. Und ihr als Fans steht dann da im Stadion, zahlt natürlich auch ordentlich viel Geld dafür, dass ihr dann daran teilnehmen könnt an diesem Event und schreit euch die Kehle aus dem Leib für einen Haufen Männer, die dort Millionen und Abermillionen verdienen und die sind vielleicht eine Saison da, die denken sich, ja, coole Stimmung, alles gut, aber Hauptsache am Ende des Monats habe ich auch meinen Gehaltscheck, so würden das wahrscheinlich die meisten tun und nach der Saison sind die wo ganz anders und ihr habt euch vielleicht ein Trikot von denen gekauft mit dem letzten Ersparten, also ich glaube, dass für viele, die keine Ahnung von Fußball haben und vielleicht auch gar kein Interesse daran haben, finde ich das völlig unverständlich, dass ihr zwar sagt, okay, ich sehe diesen Verein als meinen Hauptlebensinhalt und am Ende geht es um die Spieler, die auf dem Platz stehen. Du schreist und gibst alles, damit die irgendwie gewinnen und die denken sich, ich kenne diesen Michel gar nicht und wenn der am Ende dann traurig ist, ist mir das doch persönlich egal. Hauptsache, ich verdiene mein Geld. Also könnt ihr das irgendwie für euch so übereins bringen? Ja, genauso wie du sagst, ist es. Natürlich, Fußball ist ein sehr, 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 sehr gut bezahltes Geschäft geworden. Und ich sage auch besonders Geschäft geworden. Also es geht nicht mehr um den Sport. Und es ist dann irgendwann meiner Meinung nach auch verloren gegangen. Also eben dieses, worum es eigentlich geht, den Spaß an der Sache, das Spiel selber, weil es eben so ein Millionengeschäft geworden ist. Und dann sehe ich das auch sehr kritisch, dass da wirklich die Millionäre sich gar nicht mehr identifizieren. Und du siehst aber, dass die Fans morgens um 3 schon aufstehen, ja, um irgendwo hinzureisen, sich noch Hotelunterkünfte, Flüge, Bahntickets oder was weiß ich organisieren müssen. Ja? Und du wirklich ja nicht nur Unsummen an Geld da reinpackst, sondern ja auch Lebenszeit. Und Geld kommt und geht, aber Lebenszeit, die ist weg. Den Spielern muss halt bewusst sein, dass wie viel Geld man dafür ausgibt, dass da auf Schalke 62.000, in Dortmund über 80.000 Fans jedes Mal im Stadion sind und wirklich dahin gehen, um jetzt das Wochenende zu genießen, um den Sieg zu feiern. Klar ist man dann enttäuscht und sauer, aber am Ende bleibt es natürlich dein Verein und man versucht dann natürlich auch zu verzeihen. Ihr seid ja vor 2 Jahren abgestiegen und jetzt auch wieder aufgestiegen, aber es gibt einen Spieler, der mittlerweile bei meinen Kölnern spielt und der ist gejagt worden von Schalke-Fans. Marc Uth, ein super sympathischer Typ und ich würde behaupten, dass er sich immer den Arsch aufgerissen hat, wenn man das so sagt, und Gas gegeben hat. Du siehst das jetzt vielleicht ein bisschen anders. Aber das ist ja auch okay. Über Leistungen, ne, da kann man ja auch streiten. Und nichtsdestotrotz würde es mich interessieren, wie du das siehst. Du sagst, ne, man ist dann auch frustriert und dann nochmal frustriert und nochmal frustriert. Und plötzlich wird dann ein Mensch, ein ganz normaler Mensch von einer Gruppe Menschen, die meinen, er hat nicht gut genug gegen den Ball getreten, gejagt und sprintet, ist zum Glück ein sportlicher Typ,
beruflich, ja, ne? Und hat es, glaube ich, auch unversehrt weggeschafft. Aber wie siehst du das? Ja, das geht natürlich zu weit, wie du schon gesagt hast. Das ist eine Gruppe von Menschen, die da definitiv zu weit gegangen sind. Und das kann ich jetzt auch in keinster Weise irgendwie verteidigen und möchte ich auch gar nicht. Aber mir wird das halt auch teilweise zu allgemein gefasst von anderen Fangruppen. Dann sagt man, das ist typisch Schalke beispielsweise. Obwohl das jetzt eine einzelne Gruppe war. Und in jedem Verein gibt es eigentlich so ein paar, sage ich jetzt mal, Idioten, die vielleicht dann über das Ziel hinausschießen. Allerdings, wie gesagt, ohne das verteidigen zu wollen, fährst du da wirklich hin, wenn dir dieser Verein nicht alles bedeutet? Wenn dieser Verein dir nicht alles bedeutet, dann kann dir das ja eigentlich egal sein. Man fährt da ja hin, weil man enttäuscht ist, weil das sein Verein ist. Man geht dafür jedes Mal hart arbeiten, um sich das überhaupt leisten zu können und die Mannschaft zu unterstützen. Und dann sieht man eine Nichtleistung. Und das war bei Marc Uth so. Der hat wirklich meiner Meinung nach sich eben nicht mit dem Verein identifiziert. Und denen war das auf dem Feld, hat man gemerkt, denen war das egal. Der ist zum Training gekommen mit einer Köln-Tasche beispielsweise. Und das, sympathisch. Du verdienst genug. Das kannst du als Profi nicht bringen. Das rechtfertigt nicht, dass der gejagt wurde und so, keineswegs. Aber wenn ich dann natürlich so ein paar Sachen anstaue, dann ist der Frust auch irgendwann halt so groß bei den Fans, dass die dann halt vielleicht auch mal übers Ziel hinausschlagen. Du hast es ja gesagt, so solche Jagdszenen, ne? Ich habe auf einem Event zuletzt Kevin Pezzoni kennengelernt, ehemaliger Profi vom 1. FC Köln, dem Ähnliches widerfahren ist damals in Kölner Zeiten. Und der hat mir das mal so ein bisschen beleuchtet. Und das war einfach super krass, von dem Betroffenen selbst mal zu hören, ja, wie sowas so ist, wenn man so gejagt wird aufgrund von nicht gezeigten Leistungen etc. Und ich kann mich da nur anschließen. Also das geht natürlich nicht. Wobei ich dann auch sagen muss, was ich verstehen kann, es sind eben, du hast es richtig gesagt, sehr emotionale Clubs, sowohl die Blauen als auch wir Dortmunder. Das ist einfach so. Wie heißen die? Ich habe das schon wieder vergessen. Ist einfach. Es geht so weit, dass er den Namen nicht mehr ausspricht. Ja, ich habe manchmal so Aussetzer da, dann blockiert es da. Nein, aber das ist einfach letzten Endes tatsächlich so, das sind einfach super emotionale Vereine. Und vor allen Dingen auch so das Fanherz, also ich sag mal wirklich so die harten Fans, die immer da sind, die leben und ticken eben so. Und ich glaube, es ist schon gut, wenn man als Profi sich dessen bewusst ist. Wie weit darf die Fanliebe gehen? Ich finde generell, wie ich gerade auch schon einmal gesagt habe, dass das auf jeden Fall eine Grenze geben muss, vor allem wenn was mit Gewalt zu tun hat. Als ich zum Beispiel dann ein Heimspiel hatte oder wir ein Heimspiel hatten, dann haben wir gegen Bayern gespielt und wir wollten uns gerade an unsere Schlange da anstellen, um ins Stadion zu kommen. Und dann kam da ein Hordel Bayern-Fans, sagen wir mal 20, 25 Stück, und haben die Schalker mit so Glasflaschen einfach so beworfen. Die haben die dann einfach so darauf gescheppert, in die Menge rein. Und sowas finde ich einfach albern und auch einfach unnötig. Also natürlich, so Rivalität gehört auch dazu. Das macht ja auch so den Fußball aus, diesen Reiz aus, gegen die Konkurrenten zu gewinnen. Aber von mir aus, klau eine Fahne von den anderen oder weiß ich nicht, kauf dir einen Schal und mach damit, was du willst. So. Aber da irgendwelche Fans oder auch Spieler anzugreifen, das geht zu weit. Das hat nichts mit Identifikation zu tun, das hat nichts mit Fansein zu tun. Das ist einfach nur Gewalt. Okay, also ich glaube, dass wir definitiv einen Konsens haben, dass physische Gewalt im Fußball und auch neben dem Feld überhaupt nichts zu suchen hat und dementsprechend auch nicht zum Sport oder zur Fanliebe dazugehört. Jetzt sagt ihr aber so, Sticheleien sind vollkommen in Ordnung, gehört auch dann irgendwo doch dazu. Was würdet ihr sagen? Habt ihr die Mutter des anderen schon des Häufigeren beleidigt, wenn ihr ganz ehrlich seid? Ja, klar. Täglich eigentlich. Also zumindest, wenn natürlich Spiele sind und so, dann ist das so. Aber wie gesagt, bei mir ist das auch so. Das ist dann natürlich in meinem Hirn auch so verbrannt. Wenn man Schalke-Fan ist, dann mag man nun mal Dortmund nicht. Aber das heißt jetzt für mich zum Beispiel nicht, dass ich jetzt keinen Kollegen habe, der Dortmund-Fan ist beispielsweise. Ne? Also das schließe ich jetzt per se nicht aus, weil am Ende wollen ja beide das Gleiche. Wann spielt ihr das nächste Mal gegeneinander? Irgendwie Februar oder März müsste das so ungefähr sein. Denke mal, ja. Und werdet dann ihr beide dabei sein? Ja, also ich bin ja auf Schalke, da habe ich auf jeden Fall, brauche ich mir keine Sorgen machen. Ich habe eine Dauerkarte und da werde ich auf jeden Fall dann dabei sein. Wie geht das Spiel aus? 2-0 für Schalke. Für Schalke diesmal, okay. Ja. Also wir machen das so, wie ihr es im Namen habt, ein Auswärts 0-4 für Borussia Dortmund. Ja, das ist nämlich wieder die Arroganz. Ich
back kleine Brötchen. Und nur weil die jetzt ein bisschen erfolgreicher waren in den letzten Jahren, dann sind die immer naja, so. Naja, also wir haben aber auch 4-0 Derby-Siege schon eingefahren. Also das ist ja jetzt nicht unbedingt unrealistisch. Ja, wir haben auch schon mal ein 4-4 aufgeholt. Ja, einmal. Glückwunsch. Dann haben wir 4-2 gewonnen. Als Schalke richtig schlecht war, die haben 10 Spiele am Stück nicht gewonnen. Damit mit 4-2 euch die Meisterschaft versaut, damals auswärts. Haben wir euch auch. Als dann die Caligiuri richtig schöne Hütten gemacht hat. Da warst du wahrscheinlich noch zu jung für, aber Ebi Smolarek, schöne Grüße, nochmal danke dafür. Oder so eine 5-Minuten-Schalke-Meisterschaft. Ne? Aber das war vor deiner Zeit. Freunde, das ist vor allem alles, was wir auf uns zukommen lassen können. Wie das Spiel am Ende ausgeht, werden wir dann sehen. Ich muss ehrlich sagen, es war sehr unterhaltsam. Ich habe heute sogar Tränen geweint, weil es teilweise so lustig war. Also vielen, vielen Dank, dass ihr mir den Tag so versüßt habt. Und ich denke, das war auch für die Zuschauer sehr unterhaltsam. Ich hoffe, die beiden haben das euch verständlich machen können, was sie empfinden bei ihren Vereinen. Und ja, wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht müssen wir uns auch nochmal sehen und nochmal treffen nach diesem Spiel, um dann das wieder auszudiskutieren. Dann wird es aber hitziger. Also ja, wenn du das zeitnah nach dem Spiel machst, ich glaube, dann wird es bei uns echt nochmal emotionaler. Ja, weil Schalke dann gewonnen hat, wäre es hitziger. Okay, Freunde, ich muss jetzt hier den Schiedsrichter machen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr hier dabei wart. Würdet ihr euch abschließend noch die Faust geben oder sagt ihr, schwierig nach den letzten Also dadurch, dass es ein Dortmunder ist, der wirklich zu seinem Verein steht, respektiere ich das und wäre damit einverstanden. Wie stehe ich denn jetzt da, wenn ich da dann Nein sagen würde? Ja, also okay, von daher, meine Herren, dann ist das das Friedensangebot für diese Sekunde und im nächsten genau, Spiel. Für diese genau. Ja. Ja. Im nächsten Spiel wird dann weitergekämpft. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Hier sind jetzt noch irgendwo zwei Videos eingeblendet und wir drei dürfen zur Verabschiedung noch mal winken. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.